Bildungssystem ist so aufgebaut, es gibt eigentlich drei Wege, die du absolvieren kannst. Zum einen die dreijährige KF, die zweijährige, die verkürzt, wenn du schon eine Lehre abgeschlossen hast im Gesundheitswesen vorher, und der Teilzeitbildungsgang, wo du einfach 40% nebenbei arbeitest und noch in die Schule gehst. Wir durchlaufen jedes Praktikum eine neue Station. Im ersten Praktikum war ich auf der Gynäkologie, im zweiten Praktikum auf der Medizin und jetzt im letzten, im dritten Praktikum auf der Chirurgie. Wir haben Patienten vor der Operation, vor allem aber auch nach der Operation. Wir machen postoperative Überwachungen. Dann arbeiten wir mit Wunddrainage und Wundverbänden. Mit den Infusionen legen, Blutentnahme und den Patienten einfach ganzheitlich betreuen. Also als Schüler hast du jeden Tag eine zuständige Tagesbezugsperson. Das ist eine ausgelernte, diplomierte Pflegefachfrau oder Pflegefachmann. Und wenn dich etwas beschäftigt, bist du im Hintergrund Berufsbildnerin und du kannst eigentlich in jeder Situation auf sie zurück und sie sind auch immer für dich da. Mir gefällt im Spitalverbund Herisau am besten, dass einfach der Patient als Mensch angeschaut wird und das halt ein ziemlich familiärer Betrieb ist. Man kennt alle Leute ein bisschen. Das gefällt mir sehr gut. Und wenn du dir vorstellen kannst, ein Teil von dem Team zu werden, dann bewirb dich doch.